Hallo Herr Geil, wir sind hier im Landgericht Tiergarten und es geht wieder um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ja, das ist jetzt also der zweite Tag, wo wir auf ein Video nichts sehen, Aussagen hören, dass hier Gewalt wohl stattgefunden haben soll. Wie fühlen Sie sich dabei? Was ist jetzt passiert bislang? Naja, es ist schon Bedarf einer gewissen Anspannung, dass man nicht laut wird, ausrastet oder wütende Beschimpfungen ausstößt. Das ist jetzt sozusagen der Hauptbelastungszeuge, ein Polizeikommissar, ausführlich angehört worden als Zeuge und schilderte genau die Dinge, die angeklagt wurden, ne, en Detail, manchmal sehr eigentümlich, auf den Punkt gebracht gewissermaßen. Er erinnert sich offensichtlich nicht bildhaft an irgendwas, sondern er sagt einfach nur, es war so und so und dann hat er das getan und dann hat er das getan. Und, anschließend haben wir, nachdem wir das lange aufgenommen haben, auch mit ihm zusammen nochmal das Video angeschaut. Und das Video belegt nach unserer Ansicht, sogar auch des Gerichts, glaube ich, sehr deutlich zum Ausdruck war, dass all diese Aussagen des Zeugen einfach nicht wahr sind. Die stimmen nicht. Die Zeugenaussage stimmt in keiner Weise mit dem Video zusammen. Aber der Zeuge ist nicht in der Lage zu sagen, da habe ich mich wohl falsch erinnert oder habe ich dann, das war dann vielleicht anders, sondern er sagt, das Video belegt ja genau seine Zeugenaussagen. Also der Vorsatz, dem er schon seit Jahren jetzt folgt, ist gewissermaßen ungebrochen. Er möchte unbedingt die Unwahrheit hier sagen. Vielleicht sollte er besser Krimi-Autor werden oder sowas, weil man kommt ja, also es ist ja sehr emotional, was er so sagt aus seiner Warte. Es ist irgendwie einfach das Ausführen eines Kommandos mit Übereifer, was da zum Ausdruck kommt, oder wie kann man diese Person verstehen? Ja, also wenn ich einen Krimi schaue, also ich bin ja nicht nur Strafverteidiger, wenn ich einen Krimi schaue, dann ärgert es mich immer dann, wenn die Details einfach nicht miteinander sozusagen im Einklang stehen. Ja? Also wenn die Geschichte einfach irgendwie hanebüchener Unsinn ist. Und genau das trifft auf die Schilderung dieses Zeugen zu. Ja? Er kriegt die Sachen nicht zusammen, er verstrickt sich gewissermaßen in Widersprüche, es ergibt alles keinen Sinn. Aber er beharrt darauf, selbst wenn man ihm die Wirklichkeit per Video vorführt, dass die Wirklichkeit seiner Aussage entspricht. Also wenn es dann gar nicht mehr geht, sagt er, das kann man dann nicht so genau erkennen. Ist schon möglich, dass er das getan hat. Ja? Das ist schon also eine Verbissenheit, mit der Unwahrheit sozusagen weiterzumachen, die ich in hohem Maße befremdlich finde. Also ich komme aus dem Kopfschütteln nicht raus. Ist ja auch ein Riesenproblem, denke ich mal, für die deutsche Justiz, wie die aufgehalten wird, vielleicht mit wichtigeren Sachen, weil bei Ihnen ist ja tatsächlich überhaupt nichts zu erkennen. Das entspricht ja überhaupt nicht der Vorstellung des normalen Menschen, was Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist. Das wäre bei jedem einfach nur sofort weg vom Tisch. Man würde sagen, damit beschäftige ich mich gar nicht. Und hier beschäftigen wir uns tagelang damit, herauszufinden, was nicht stattgefunden hat. Wenn am Anfang dieses Video gewissermaßen gestanden hätte und irgendeine Videoauswertungsstelle der Polizei geschaut hätte, was zeigt dieses Video, hätte keiner der Polizeibeamten auch nur im Ansatz den Gedanken gefasst, dass er jetzt hier eine Widerstandshandlung verfolgen müsse. Das ist vollkommen abwegig. Man sieht in jeder Hinsicht zurückhaltend freundlichen, friedlichen Menschen mit Anwaltsweste, der sozusagen Gespräche mit Polizeibeamten führt. Da war nichts. Ja. Ich kann aber auch diese aggressive Stimmung gar nicht erkennen, von der er behauptet, dass die vor Ort gewesen wäre. Ja. Auch diese Aufschrift stimmte nicht, die da genannt wurde. Sie waren an welche Anwaltsteam im Einsatz? Und er das erinnert heißt, sich ganz sicher, Anwälte für Aufklärung stünde das. Ja, waren sehr viele Anwälte auf dem Platz, alle mit dieser Weste. Wie gesagt, jede Sekunde dieses Videos widerlegt die gesamten Zeugenaussagen dieses eben gehörten Zeugen minutiös. Da ist nichts abzusehen, was er geschildert hat. Dann ist er wirklich. Aber damit kann er nicht umgehen und er bleibt dabei, obwohl er sich im Grunde genommen um Kopf und Kragen redet. Unglaublich. Man muss dazu sagen, dass die Staatsanwaltschaft dieses Video kennt, schon länger, lange kennt, ein Ermittlungsverfahren auf Grundlage dieses Videos wegen uneidlicher Falschaussage durchgeführt hat und dieses Ermittlungsverfahren verblüffenderweise
eingestellt hat. Es sei eine Widerstandshandlung von mir dort zu sehen und damit sei sozusagen das ganze uneidliche Falschaussagen vom Tisch. Mir ein Rätsel, wie ich glaube, was wir hier gerade sehen, ist eine Beschädigung der deutschen Justiz, die hier gerade stattfindet. Weil sowas möchte der normale Bürger eigentlich nicht hören und nicht sehen, weil das entspricht nicht dem gesunden Rechtsempfinden. Das entspricht keinem Rechtsempfinden, ob es nur gesund oder ungesund oder spezifischer oder allgemeiner ist. Es sind hier werden gerade vor Gericht Straftaten von Polizeibeamten begangen, nämlich uneidliche Falschaussage. Es wurden in der Vergangenheit Straftaten begangen, nämlich Verfolgung Unschuldiger und falsche Verdächtigung. Das sind für Polizeibeamte schwere Straftaten. Wenn er derer überführt würde, würde er seine Beamtenstellung, also seinen Beruf verlieren. Das sind auch für hartgesottene Anwälte, die in diesen Widerstandszeiten sehr befremdliche Verfahren erleben mussten, in hohem Maße verstörende Erlebnisse. Ja. Das ist nicht nur für sozusagen Beteiligte erschütternd, sondern auch für Profis ist das erschütternd, wie hemmungslos diese Polizeizeugen hier vorgehen und wie offenkundig sie von der Staatsanwaltschaft in ihrem Tun gedeckt werden. Ja. Das ist nicht rechtsstaatlich, das ist ganz sicher so. Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Hallo Hans-Jürgen, du bist Prozessbeobachter hier am zweiten Tag bei Tobias Gall. Was ist gerade passiert? Albert, ich bin ja leider etwas spät gekommen, aber das ganz Wichtigste, was jetzt eben vor einer Viertelstunde passiert ist, das war, dass ein Polizeibeamter, der mit dazu beigetragen hat, dass Tobias Gall, ein Rechtsanwalt, in erster Instanz verurteilt wurde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, was natürlich für einen Anwalt sehr problematisch sein kann, wenn es dann mal rechtskräftig wird. Und das war jetzt wohl die Berufungsverhandlung. Und das, die Grundlage des erstinstanzlichen Urteils war gewesen, die Richterin hat es vorgelesen, dass der Angeklagte sich gefährlich aufgebäumt hat. Und das war auch die Grundlage für die Verurteilung der ersten Instanz. Und die erste Instanz hatte aber keinen Videobeweis. Der ist erst nach dem ersten Gerichtsinstanz aufgetaucht. Und da wurde jetzt dieser Polizeibeamte gefragt, wo er denn anhand des Videos, waren recht gute Aufnahmen, sehen könnte, wo sich jetzt der angeklagte Rechtsanwalt Tobias Gall gefährlich aufgebäumt hat. Und er konnte die Zähne nicht benennen. Also er konnte dort nicht zeigen, dass das irgendwo ein gefährliches Aufbäumen des Angeklagten gegeben hat. Und auf die Frage des Verteidigers hat er dann, ob er sich eventuell entschuldigen kann, hat er es dann tatsächlich gemacht. Also er hat definitiv gesagt, er hatte ein ganz anderes Erinnerungsvermögen. Es wäre auch dunkel gewesen. Und so wie er das in Erinnerung hatte, war es auf dem Video nicht zu sehen. Und hat sich dafür auch entschuldigt und hat die Aussage zurückgezogen. Und das ist jetzt für mich insofern neu, dass jetzt, das ist ja nicht der erste Polizeibeamte, der jetzt hier irgendwann mal vor Gericht gelogen hat, aber der erste, der wirklich den Arsch in der Hose hatte. Das hat auch der Anwalt dann so gesehen, dass er die Ansage im Gerichtssaal zurückgezogen hat und praktisch ja, auch mit etwas sehr zerknittertem Gesicht den Gerichtssaal verlassen hat. Ich hoffe, dass das vielleicht zumindest, was das Geständnis angeht, bei anderen Polizeibeamten Schule macht, dass sie nur das zu Protokoll geben, was sie wirklich gesehen, wo sie sich wirklich dran erinnern, weil das häufig immer Grundlage ist, wenn Aussage gegen Aussage steht, also Polizist gegen Bürger, warum auch immer, er ist bei Rot über die Kreuzung gelaufen oder sonst was, dann zählt die Aussage eines Polizeibeamten vor Gericht in der Regel mehr. Und das dürfte nach diesem heutigen Tag aber nicht mehr der Fall sein. Insofern ist es für mich nun durchaus historisch hier für Berlin zu bleiben. Wollen wir es mal hoffen. Ich glaube, da hast du zu hohe Erwartungen. Naja, man kann ja hoffen, stirbst zuletzt, ja. Danke. So, wir haben jetzt ein Momentchen Pause gemacht bis 14.30 Uhr und jetzt geht's wieder rein zur Vernehmung des dritten Polizisten. Hallo Lucky, du bist hier Prozessbeobachter. Was ist gerade passiert? Ja, das Gericht als auch die Staatsanwaltschaft hat festgestellt, dass die Aussagen der Polizeibeamten nicht ganz so der Wahrheit zu entsprechen.
sprechen scheinen. Der Videobeweis, zum Glück gibt es den, hat klar gezeigt, dass die Aussagen, die getroffen wurden und die zur Verurteilung in erster Instanz geführt haben, für einen Freispruch mehr als genügen, weil keine Handlung, keine Widerstandshandlung durch den Anwalt Tobias Geil ersichtlich war. Weder eine aktive noch eine passive. Aussagen der Polizeibeamten gingen dem Videobeweis konquer, oder wie man so schön sagt. Und die Kammer berät sich jetzt gerade, um festzustellen, ob es für einen Freispruch reicht. In meinen Augen muss es einen Freispruch geben oder es eine Verfahrenseinstellung gibt. So wie ich das verstanden habe, hat die Staatsanwaltschaft sich auch für die Niederlegung des Falls entschieden. Der begleitende Anwalt von dem Herrn Gall möchte jedoch, dass die Staatsanwaltschaft auch einen Freispruch ausspricht und oder dem stattgibt, so dass die vorsitzende Richterin den Herrn Gall von allen Tatbeschuldigungen freisprechen tut. Mal schauen, ob es jetzt so kommt. Ich glaube, das wäre die einzig richtige Entscheidung, insbesondere nach den zwei Zeugenvernehmungen der beiden Polizisten kann man zu keinem anderen Schluss kommen. Auch zeigt das Video nichts anderes. Danke. Ja, sehr gerne. Herr Gall, es ist jetzt kurz vor 3:30 und es ist jetzt was mehr oder weniger Erfreuliches passiert. Ich möchte ganz gerne, dass Sie jetzt mal den aktuellen Stand zusammenfassen. Ist originell, um in dieser Minute das zu sagen, aber also das Urteil ist noch nicht verkündet. Es wird noch begründet, wir haben plädiert und dennoch weiß ich mit völliger Sicherheit, nicht nur an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, sondern völliger Sicherheit, dass ich gleich einen Freispruch bekomme. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Berufung, also die Staatsanwaltschaft ist auch in Berufung gegangen, um ein schärferes Urteil zu erreichen, also um die Zahl der Tagessätze hochzusetzen. Diese Berufung der Staatsanwaltschaft wurde gerade zurückgenommen von der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwältin, die hier den Sitzungsdienst macht, hat auch einen Freispruch beantragt, selbst auf unsere Berufungen. Wir haben dann, ja, wir haben plädiert und ich habe auch noch ein langes Schlusswort gehalten. Das Gericht hat aber eben vorher schon das Ergebnis einer Zwischenberatung mitgeteilt, dass es einen Freispruch geben werde. Das ist natürlich eine große Erleichterung. Ich war der tiefen Überzeugung, dass das so kommen müsse, weil wir eben das Video hatten. Aber nichts gewiss war es mal nicht. Oder mit Sicherheit kann man es erst zum Schluss sagen. Diesmal kann ich es aber sogar vor der Urteilsverkündung sagen. Es hat natürlich gereicht, weil alle Aussagen der Polizeibeamten, die zu meiner Verurteilung geführt haben, durch das Video gewissermaßen minutiös widerlegt wurden. Es war halt einfach nicht so, wie sie geschildert haben, insbesondere die Hauptbelastungszeuge. Ein Polizeihauptkommissar, von dem ich sagen muss, dass er einfach ein notorischer Lügner ist. Ich halte ihn für einen Straftäter, ich halte ihn für einen so schrecklich handelnden Polizeibeamten, dass wir weiter versuchen werden, ihn aus dem Dienst entfernen zu lassen durch eine Verurteilung zu einer Mindeststrafe von einem Jahr, wenn auch auf Bewährung. Das ist die Zukunft, aber jetzt erstmal ist sozusagen der Angriff gegen mich gescheitert. Macht einen natürlich, auch wenn man es gewissermaßen vorher glaubte, schon wissen zu können. Ich war ja der einzige Verfahrensbeteiligte, der wirklich dabei war, außer den Polizeizeugen. Darum war mir die Zuversicht nicht zu nehmen, aber das ist eine Zuversicht, auf die man nicht wirklich bauen kann in dieser Zeit, wo ja gerade in den Corona-Widerstandsversammlungen viele Vorwürfe, viele Polizeigewalt auch vorgekommen ist und viele Falschaussagen auch vorgekommen sind, dass man eben sich nicht so ganz darauf verlassen konnte, dass die Justiz das schafft. Bei mir hat sie es in erster Instanz auch nicht geschafft, in zweiter Instanz aber mit großer Klarheit. Also ich bin
Natürlich, zufrieden. Also ich denke, die richtige Erleichterung kommt wahrscheinlich erst morgen, wenn Sie das alles verdaut haben, was jetzt heute passiert ist. So ein bisschen die Anspannung sieht man mir noch deutlich an. Ja, aber ich gratuliere schon mal und vielen Dank für die Zusammenfassung. Sehr gerne.